Strohmann so herum. Es ist kalt. Ist es kalt? Ich weiß nicht. So kalt ist es gar nicht. Es ist ja gerade Sommer. Wir haben gerade August. Oh Gott, das ist echt schon. Der Sommer ist ja echt schon wieder fast vorbei. Vielleicht sollte ich mir tatsächlich Gedanken machen über die Nahrungsmittel hier. Aber ich glaube, so dramatisch wird es nicht, denn wir werden gleich ordentlich Käse bekommen. Wir holen uns jetzt dieses schöne Territorium hier. Baue ich mal direkt hier hinten in den Wald den schönen Posten. Und dann Auf müssen wir euren hier Befehl. unten auch runter, wobei Wie hier ihr auch die wünscht. riesigen Steinreserven haben. Und dann haben wir auch schon sämtliche Territorien eingenommen, die wir einnehmen können. Mehr gibt es dann schon gar nicht mehr. Gott, ey, die Rentiere sind die, die man hier abschlachtet. Das tut mir echt leid. Das tut mir jetzt doch ein bisschen weh. Auf euren Befehl. So im Auf euren Herzen. Befehl. Ah, neue Schwertkämpfer. Okay. Ich sollte trotzdem aufpassen. Ich brauche nämlich erstmal Bogenschützen. Das ist ein bisschen wichtiger. Okay. Ja. Die haben echt schon wieder sämtliches Getreide hier aufgebraucht. Krass. Vorher hat doch eine Farm so richtig viel. Aber gut, da ist halt das Brot auch nicht gegessen worden, ne? Und jetzt geht das Brot halt echt weg wie sonst was. Das merkt man. Das ist halt dann schon ein ordentlicher Unterschied. Deswegen wird's gut, wenn wir jetzt hier die ganzen Kühe kriegen. Dann kriegen wir schön Milch. Und damit werden wir eine ganze Weile auskommen, denke ich. Damit werden wir dann ganz gut, unsere ganzen Leute versorgen können. Wir werden angegriffen. Oh! Oh, Hakim! Folgt mir. Kämpft für die Oh, Gegenseite zurück. verdammt! Wo ist der Zweiertrupp hier? Sofort. Ach, Mist! Auf Warte, euren mein Befehl. Fünfertrupp geht mal weg Auf hier. Der euren ist nämlich Befehl. schon ganz schön. Okay, da haben sie krass. Da haben sie sich nochmal richtig Sofort. aufgemotzt. Ah, da hätte ich jetzt schön die Bogenschützen übernehmen können. Aber ich war da gerade ein bisschen perplex, dass die hier wirklich angekommen sind. Wir haben ein Mich Territorium hier wirklich sicher. attackiert haben. Sofort. Das war bestimmt überraschend, muss ich sagen. Ja. Ich war da gerade nicht darauf vorbereitet, dass die jetzt hier so einen Ansturm auf mich machen. Egal, was soll's. So, wir bauen hier die. Warte mal, ich wollte hier eigentlich die. Es scheint hier überall genügend Platz zu sein, ne? Komm, dann machen wir das mal so. Und die Kuhweiden in Wald benötigt fruchtbaren Boden. Das gibt's doch nicht. Das ist hier überall kein fruchtbarer Boden? Das ist ja wohl. Okay, so. Und den anderen hier. Ist ja echt so wenig fruchtbarer Boden? Es sind doch überall Bäume. Okay, nein, hier geht es ein bisschen mehr. Okay, hier geht's besser. Okay, warte, machen wir es mal so. Ihr habt eure Aufgabe erfüllt. Ja, ist doch schön. Das war ja auch Sinn der Sache. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. So, ich hoffe. Ja. Okay, dann machen wir. Das reißen wir hier ab. Und dann bauen wir die Kuhfarm hier irgendwie hin. Na toll. Geht ja richtig, richtig geil hier. Das habe ich ein bisschen verkeckt, glaube ich. Naja, machen wir es halt so. Machen wir es halt so. Hauptsache irgendwie Wir hier. haben ein Territorium eingenommen. So, da geht es natürlich wieder nicht durch. So, hier geht's auch, aber so kann man hier durch, ne? Ja, genau. Dann muss ich jetzt nur von hier die Verbindung nach da ziehen. Ist jetzt nicht schön, aber geht schon irgendwie so. Dann gibt's hier so einen Waldweg. So, das geht hier irgendwie so lang. Ja. Da kommen wir hier runter. Schön. Zack. Und dann hier entlang. Und dann nach da. Ja, perfekt. Ja gut, also es geht noch anders. Es ginge auch anders irgendwie. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen entspannter sogar noch, aber passt so auch irgendwie. Okay. Wir bekommen Eisen. Ich könnte die Minenarbeiterhütten auch mal wieder ausbauen. Das habe ich schon wieder eine Weile nicht mehr getan. Die Käserei könnte ich weiter ausbauen. Die sind dann auf den höchsten Stufen. Wir haben noch genügend Holz. Dann machen wir alles einfach direkt fertig. So. Kuhfarm wird ausgebaut. Die Kühe sind ja auch auf dem Weg. Die kommen gleich alle an.
Ach, ist doch schön. Und hier unten können wir uns noch ordentlich Steine holen, wenn wir den wollen. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade so smart war. Die ganzen Leute brauche ich eigentlich gar nicht in die Kirche schicken. Die müssen lieber arbeiten, weil wir nämlich Nahrung benötigen. Sonst leiden unsere Leute gleich wieder Hunger. Ja. War jetzt nicht so die beste Idee, glaube ich. So, aber das geht wunderbar. Hier einen schönen Weg hin. Gut, passt. Passt doch. Und hier vorne könnte ich eigentlich... Oh, wir haben keine Steine mehr. Krass. Okay, das hat mich jetzt echt überrascht. Haben wir jetzt echt unsere ganzen Steine rausgehauen? Ja. Okay, passiert. Kann passieren. Dann tut es ja echt gut, dass ich hier noch weitere Steine zünden hole. Ja, ich muss hier richtig klotzen. Kommt, 3 Stück. Ballern wir richtig. Wir ballern richtig Steinmetze hier. Jetzt geht's auch richtig rund. Und die Kuhfarm muss natürlich nochmal ausgebaut werden. Was sagen unsere Siedler? 94 von 150. Da haben wir auch noch genügend. Genügend Zeit. Aber wir haben immer noch keinen Käse. Tja, woran liegt das wohl? Die Kühe müssen erstmal ein bisschen was was futtern und ein bisschen Wasser trinken, damit sie Milch produzieren. Und guck mal, da kommen sie. Und unsere Kuhfarmer, wo sind die denn jetzt hier? Wo sind die Leute? Okay, einer geht gerade Milch holen, einer bringt schon Milch weg. Okay. Und einer kommt gerade. Okidoki. Und wir könnten die nächste Stufe machen. Oh, Hakim zum Grafen befördern. Jetzt. Es geht jetzt erst. Ach so, weil die Burg ausgebaut wurde. Ja, ja, klar. Es lag an der Burg, nicht an... es lag nicht an... am Bier. Am Met. Met war schon da. Es hat tatsächlich wohl an der Burg gelegen. So, Hakim, was sagst du denn? Meinst du, wir könnten Graf werden? Habe ich euch nicht gut gedient? Ja, doch, hast du. Gehört mir dafür nicht ein neuer Titel? Ja, natürlich. Können wir eigentlich mit denen jetzt irgendwas Neues machen? Noch irgendwas anderes Cooles? Nö, ne? Die haben nur dieselben Geschichten wie eben auch. Okay. Na gut. Wir kriegen Eisen. Jetzt können unsere Waffenschmieden hier loslegen. Ich werde dann ein paar Trupps Bogenschützen ausbilden. Und sobald wir 3 haben, also wenn wir dann 3 Trupps haben, dann sollten wir das Ganze eigentlich hinkriegen können. Hier haben wir leider nur... Ach nee, das sind die Schwertkämpfer. Bogenschützentrupp. Ja, doch, der Bogenschützentrupp sind auch nur 4 Leute. Also ist leider nicht so viel, nicht? Auf euren Befehl. Hakim, komm mal schnell zurück. Holen wir dir die nächste Stufe. Sollen wir das tun? Ich weiß gar nicht, ob das so schlau ist. Ich weiß gar nicht, ob das so schlau ist, ob ich das wirklich will. Was ich auf jeden Fall mache, ist hier den Außenposten schützen. Dass wir den auf keinen Fall verlieren. Alter, richtig geil. Ja. So, das funktioniert schon mal richtig gut. Ein Steinbruch ist erschöpft. Funktioniert richtig gut hier. Zu wenig Stein. Fehlt es an Stein. Ja, der muss jetzt erstmal zurückgehen. So, Steine wieder einliefern. So. Das geht hier echt nicht. Okay, da, ja, aber das Ding hier erhoben steht. Ja, okay. Verstehe. Ja, verstehe. Okay, das funktioniert dann also nicht. Steinmetz hat keine Steine mehr. Hakim. Ich werde stets mein Bestes geben in euren Diensten. Graf Hakim. Also das ist auch cool, ne? Das stand ja auch, das war ja das Tolle in der Kampagne, das stand ja bei jedem Helden immer, was er schon für Titel hat. Jetzt bei den Freispielmissionen können wir das ja leider nicht abbilden, weil das Spiel ja nicht weiß, wobei eigentlich weiß das Spiel ja, welche wir schon haben, ne? Eigentlich weiß das Spiel, was wir schon alles geschafft haben und was nicht. Aber ist natürlich trotzdem, hat man mehrere Missionen schon doppelt oder dreifach irgendwie geschafft oder so. Dann wird einem das trotzdem immer noch angezeigt. Wird einem das trotzdem, kann einem dann ja nicht 10-mal angezeigt werden. Nur ist jetzt schon 10-mal da Graf geworden oder sonst wie. Aber das war halt cool im Hauptspiel, dass dann stand, aha, er ist der Erzherzog von, er ist der Marquis von so und so und so weiter und so fort. Also das war schon cool. Das war schon cool, dass das so ging.
So, ein Badhaus brauchen wir natürlich, denn die ganzen Soldaten müssen sich ja auch waschen. So, können sie nicht, weil kein vernünftiger Platz hier ist. Ja, Leute, dann wascht euch mal hier hinten irgendwie. So, bumm und bumm. Ich mache jetzt heute ganz viele Karos, ganz viele Karo-Ecken hier. So. Hä? Wieso? Wieso kann ich da nicht bauen? Hä? Wieso kann ich diesen Weg dann nicht in Stein verwandeln? Was ist da los? Okay. Ach, weil das so ein blöder... Ah, weil das so ein blöder, schmaler Pfad ist, der vom Computer hier gelegt wurde, oder wie? Einem Steinmetz fehlt es an Gottchen, ey. Ja, das ist natürlich wieder genau richtig. Da habe ich mir genau das Richtige ausgesucht hier. Okay, müssen wir natürlich hier irgendwie schaffen. Aber ist ja kein Problem. So, kriegen wir hier hin. Kuhfarm. Was ist mit der Kuhweide? Warum sind hier die Kühe nicht? Moment mal, was ist da los? Wo sind die Kühe? Hä? Wo sind die Kühe hin? Kühe, was ist los mit euch? Warum ist da ein Kuhstall nicht besetzt? Eine Kuhweide nicht besetzt? Ach, weil ich die... weil ich da hinten ja noch eine stehen hatte. Hoppala. Huch. Okay, das war natürlich nicht geplant. Das war ein bisschen dusselig. Ich muss sagen, das war jetzt nicht so wahnsinnig schlau. Okay, habe ich ganz vergessen, dass ich da hinten ja noch eine hatte. So, kommen hier noch irgendwelche anderen Soldaten mir in die Quere? Jetzt haben wir erstmal die Bogenschützen hier. Auf euren Befehl. Ich glaube, da wird mich jetzt niemand ernsthaft platt machen können. Ich werde gleich die Glocke läuten und eine Party schmeißen und dann, ja, sollen die mal kommen. Okay, Käse. Also, wir haben nicht wirklich Milch. Sofort. Ach so, Hakim. Ja, mein Gott, holen wir uns die halt noch. Für die gute Sache. Für die gute Sache, natürlich. Wie ihr wünscht. Natürlich für die gute Sache. Okay, also, da haben wir doch ganz gut Soldaten ausgebildet, möchte ich schon meinen. Das sieht doch gut aus. Ich könnte auch das Tor hier dann, ich muss das Tor ja gar nicht, ich muss das hier nicht einnehmen. Das Tor ist ja schön geöffnet. Vielleicht können wir die Schafweide gleich noch niederbrennen. Dann kriege ich nämlich mehr Schäfchen auch noch. Oh, guck mal, genau. Stimmt, ich wollte hier doch eigentlich mir noch Platz halten für eine weitere Schafweide. Ja, das hat natürlich dann so wunderbar geklappt. Aber machen wir hier drüben. Ich baue hier schon mal einen Schäfer hin. Das kann ich ja schon mal machen. So und so. Wie viele haben sie da? Zwei? Ja. Mal gucken, wenn es noch mehr dann gibt, dann hole ich dann natürlich noch eine weitere Schafweide. Und es fehlt wieder ein bisschen an Nahrung, aber wir kommen gerade noch so klar. Wir kommen gerade noch so klar. Vielleicht sollte ich aber trotzdem hier einen weiteren Jäger hinbauen. Guck mal, wir haben eine Ruine noch gar nicht geplündert. Was ist das denn? Habe ich ganz vergessen. Habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Hätte ich gerade die Palisaden hier nicht hier im Augenwinkel, habe ich die Palisaden bemerkt. Habe gedacht, oh, was ist das denn? Gar nicht aufgefallen. Auf euren Befehl. Na komm, geht da mal. Obwohl, nee, wir wollen hier erstmal. Ihr seid mal meine Gruppe 2. Sofort. Kommt mal hier runter. Und Hakim, sofort. Kommt hier hin. Und ihr greift mal bitte da an. So, achso. Und ich muss natürlich dann Glocke läuten und eine Party schmeißen. Wir werden angegriffen. So. Okay. Und ihr schießt da alle schön drauf ballern. Bam. Das macht natürlich richtig Damage. Oh, da schießen sie jetzt natürlich richtig ordentlich drauf. Okay. Am Anfang ein bisschen was weggetankt. Nicht aufgeben. Hakim kommt hier runter. Schnappst du die Ruine. Reicht das schon? Nee, reicht noch nicht. Na, dann weiter hier bitte drauf. Feuer, frei. Okay. Wir haben ein Territorium eingenommen. Jawohl. Oh ja. Und die Schäfchen laufen weg. Wie ihr so, wünscht. Ihr seid zum Glück auch nicht gestorben.
Dann kann ich jetzt auch schon die Belagerungswaffenschmiede bauen, die ich natürlich hier irgendwo offensiv hinknalle. Oder soll ich die... Die sollte ich eigentlich... Sollte ich schon sinnvoller hier hinten irgendwo noch hinsetzen. Einfach damit das schneller vonstatten geht. Damit sie schon da bauen, oder? Ach, ist egal. Kann mir eigentlich egal sein. Das kann mir eigentlich egal sein. Hier drüben bauen wir da ein. Belagerungswaffenschmiede. Und neue Truppen bitte hierhin. Und Bogenschützenkaserne möchte ich auch neue Truppen hier direkt haben. Gut. Haben wir da die Fahnen vom Sammelpunkt? Ihr seid alle wieder da. Sofort. Hakim. 300 Gold haben wir da. Jawohl. Oh, was mit denen hier? Wo kommen die denn hierher? Jawohl. Es läuft da ein so ein einsamer Bogenschütze ganz alleine rum. Okay. Einem Steinmetz fehlt es an. So, wollen wir uns das nächste Lager holen hier? Holen wir uns wie mal Eisen. Holen wir uns noch ein bisschen mehr Eisen dazu. Das wäre doch ganz schick. Das gefällt mir doch. Also, Hakim, komm hierher und ihr Angriff. Macht da Attacke. Ah, müsst Hakim schon vorlassen, jawohl. Bitte. Okay. Vorwärts. So, vorwärts. Und dann nochmal die Glocke läuten. Ah, kann ich gerade nicht, aber ich kann nochmal eine Party schmeißen. Wir werden angegriffen. Aber der Typ dürfte eigentlich gleich wiederkommen, der Priester. Na egal, was soll's. Sofort. So, schieß bitte schön auf Hakim. Ja. Okay, wunderbar. Jawohl. So, jetzt wieder weglaufen. Oh, jetzt wissen sie wieder nicht. Oh, jetzt schießt mal wieder auf Hakim. Und jetzt baller ich euch wieder einen schönen oben drauf. Wunderbar, das sollte doch reichen. So, dann könnt ihr hier noch ein paar Fackeln draufschmeißen. Und es ihr auch. Es gibt kein Zurück. Es gibt kein Zurück. Jawohl. Gut. Dann nehmen wir den Vierer-Druckbogenschützen. Der kommt hier dazu. Party. Oh ja, euch fehlt es wieder an Nahrung. Das ist natürlich echt nicht schön. Ja? Das wollen wir natürlich nicht. Ja, die Kuhfarm, die macht hier schon. Die Kuh-Mu, die Mu-Kuh-Kuh-Mu, wie auch immer weiter. So. Jetzt haben wir noch einen weiteren Kuhstall hier. Jetzt können wir noch mal eine weitere Kuhfarm hier hinsetzen. Du heiliger Strohsack. So viele Kühe, so viel Milch. Ja. Und so viele Schafe. Was soll man damit machen? So, hier vorne baue ich eine Eisenmine hin natürlich. Dann können wir hier jetzt auch einen Fischer hinsetzen. Das ist ja auch schön. Guckt, jetzt kriegen wir auch noch Fisch. Dann baue ich hier auch noch eine Fischreicherei hin. Hier mitten rein. Und dann sieht das doch alles gar nicht so schlecht aus. Und es fehlt uns auch echt an Nahrung. Also wir brauchen definitiv das Zeug. Wir brauchen definitiv das Zeug. Die sind hier alle nicht wirklich happy. Also es ist gut, dass der Winter vorbei ist. Denn, denn so langsam sind die Rohstoffe, die Reserven aufgebraucht. Das ist nicht so geil. Ja, das ist echt nicht cool. Wir haben halt weder Getreide noch Milch, wirklich, ne? Also ein bisschen Milch ist da, aber nicht viel. Ja, wobei die jetzt hier eigentlich schon... Also die sollten jetzt Milch zimmern können ohne Ende hier, ne? Da wird schon ordentlich Milch produziert. So. Zack, zack, zack. Okay, das haben wir. Hier wird ausgebaut. Hier kann ich gleich ausbauen. Ja. Das sieht auch immer so krass aus, wenn dann der Schnee schmilzt, ne? Wir haben soweit hier vorne schon alles erledigt. Wie ihr wünscht. Alles erobert. Wir müssen jetzt echt nur noch in die Burg rein. Wie ihr wünscht. Also, auf euren Befehl. Mission. Soweit. Eigentlich relativ erfolgreich zu einem guten Ende gebracht. Ich würde sagen, in der nächsten Folge könnten wir das möglicherweise dann schon gewinnen. Ich meine, ein Katapult wäre natürlich noch schöner, aber wir haben überhaupt keine reichen Gebäude. Die sind alle arm wie die Kirchenmäuse hier. Ja, das gibt's ja wohl nicht. Warum sind die alle so arm? Was ist denn los? Braucht keiner Kleidung hier.
Also die Kollegen da hinten, die hier rumsüppeln, die sind anscheinend reich. Mhm, ja. Aber ansonsten ist es jetzt ein bisschen merkwürdig, muss ich schon sagen. Kuhfarm kann ausgebaut werden. Und was wollte ich noch? Irgendwas anderes konnte ich doch auch gerade noch ausbauen. War hier nicht noch was? Die Jagdhütte. Die wird gerade erst ausgebaut. Okay. Hier sind wir auch noch auf dem Weg. Also ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns das alles nochmal in Ruhe an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann. Macht es gut.